Hallo ihr lustigen Weltraumstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Stars in Shadow. Wir haben das letzte Mal tatsächlich eine Offensive der, wie heißt sie nochmal gleich? Der Feedy-Combines abgewehrt. Let Us End This War wäre für mich persönlich eigentlich eine sehr, sehr interessante Ding, aber das Problem ist, das hat das letzte Mal schon nicht. You helped us. First impressions. Ich beende jetzt diesen Scheißkrieg. So. Vor allem Violence is not the answer. Ihr wart diejenigen, die mich angegriffen haben. Ihr Pappkameraden, ey. At peace. So, exit. Ich habe sie auf jeden Fall gut geschlagen. Ich brauche jetzt nicht noch mehr Krieg, der eventuell noch mehr meiner Schiffe zerstört. Fusion. Oh, stimmt, das ist ein Fusionsantrieb. Fusion Reactors provides power. Mehr Fusion. Ja, sehr gut. Ich will jetzt die Fusion haben. Ich muss mich erstmal wieder, mich hier mal für den Krieg rüsten. Ne? Wir haben schlicht nicht genügend Material für so einen Scheiß. So, das Sweete ist, dass das hier eigentlich der perfekte Produktionsplanet werden könnte. Was können eigentlich die hier? Total unnütz. Die können nur Nahrung produzieren. Minus 15 den Krieg. Our two nations are at war. Finde ich nicht gut. You kill 1 million Ashtar Terror. Aha. Das haben die anscheinend nicht vergessen, dass ich das getan habe. Schade. Ein Lab könnte ich hier noch bauen. Nee, noch eine weitere Factory. Ich muss eigentlich die jetzt hier mal... Ich frage mich, ob man die auch loswerden kann. So richtig grausam und gemein. Unruly. These colonies are particularly likely to revolt against authority. In the case of rebellion, they will always fight against any loyal forces. Okay. Allerdings mögen die mich. Was ich gut finde. Das ist halt nicht meine Bevölkerung. Das ist halt das Problem. Population of colonies with the infertile trade grows significantly more slowly than other races. Das ist nicht passiert. Und insurgent. Populations with this trade have a chance of triggering the eco-terror disaster. Oh! Also man sollte sich mit denen echt nicht anlegen. Hm. Kann ich mit diesen anderen eigentlich auch Frieden schließen? Hallo, ihr komischen Dinos. Let us end this war. Ah, endlich. Wie gesagt, ich will mit denen doch gar keinen Krieg haben. Die anderen tauchen bloß immer wieder auf und machen einen Krieg mit mir. So, war ends, war ends. Eine sehr, sehr friedliche Runde. Jetzt kann ich nämlich mich dann weiter um diese Penner hier kümmern. So, zu dem Thema. Flotte, die jetzt erstmal wieder hier runterfliegen darf. Oh, was ist da? Ah, die holen wir uns doch ab. Just for fun. Ah, okay, das ist aber jetzt nicht wir. Okay, die Fidi haben jetzt den Teros den Krieg erklärt. Die Fidi, wisst ihr, die Pazifisten, wie sie uns vorgestellt worden sind, sind die, die ständig den Krieg erklären. Der Wahnsinn. So, schöner Planet, mineralienreich, da ist jetzt schon die erste Mine am Start. Diese Minen produzieren, diese Production bei 9 macht aus 18. Ich baue gleich nochmal eine. Und gebe dafür das Geld aus. Ich will ein ordentliches Mineneinkommen haben. So. Das hier wird mein zweiter Minenplanet. Wobei ich hier natürlich auch nochmal eine Farm hinsetzen werde, so als letzten Act. Und dann reiße ich wiederum die Factory runter. Und dann baue ich wieder nur noch hier diese Dingens da. Wobei ich auch noch eine Defense brauche.
16 Turns. Nee, echt nicht. Da brauche ich nochmal so eine Mine. So, was bauen wir denn jetzt hier gerade eben? Was? Transport Pool? Ach, ich kann die Leute jetzt hier in die... Ah, warte mal. Cancel. Ich kann tatsächlich jetzt die hier, Kolonisten, irgendwohin verfrachten. 1 Million. Oder 2. Nehmen wir mal 1 Million. Ihr Blödsinn. Cancel. Wo ist mein Heimatplanet? Hier, da kann ich einfach mal 2 Millionen easygoing verfrachten. Move. To... nein. Nein, 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 nein. Hier hin. Irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also gut. Move to Tüll. Genau, dann habe ich nämlich da dann endlich auch mal einheimische Bevölkerung. Also das Spiel spielt sich weitgehend intuitiv. Galactic Council, ich vote wieder für mich selber. Oh. Da hat irgendjemand nochmal jemand auf seine Seite gezogen. Das wird gefährlich. Und irgendwo habe ich eine Schlacht am Start. Ah ja, das hier. Ich mache das ganz simpel. Die werden sich dagegen nicht wehren können. Behaupte ich. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Ansonsten bleibe ich nämlich jetzt hier tatsächlich einfach stehen. Miau. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Oh, der hat's überlebt. Krass. Der nicht. Feuer. Hat sich schon erledigt. Gut. Dann haben wir nämlich die hier weggeholzt. Was ist denn das hier Schönes? Ach, das sind meine Kolonieschiffe da. Alles klar. Dann springe ich jetzt mal dahin. Was baue ich eigentlich hier? Mine und City Planning immer noch. Ja, das ist okay. Ich muss jetzt mal auf Verold, genau. Muss ich jetzt mal anfangen, hier andere Dinge zu bauen. Ich brauche nämlich jetzt hier mal wieder Troopships. Um das hier endlich mal hier auseinandernehmen zu können. Forschung abgeschlossen, wir haben jetzt die besseren Antriebe, also wir können jetzt mehr Energie in die Schiffe reinpacken. X-Ray Lasers. Unlocks the Armor Piercing Modification. Oh ja, okay. Turbo Laser. 3-14 Damage per Hit. An improved Laser that does increased damage and is more effective against shields. Mhm. Erinnert mich alles sehr, sehr stark an Master of Orion, muss man schon sagen. Allerdings machen wir erstmal das, was schneller geht. Die ganzen untergeordneten Technologien. So. Civilization Shuttles will have been landed on Gaia. Ja, jetzt habe ich meine eigene Bevölkerung hier. 2 Millionen und habe damit jetzt die anderen hier mal fröhlich ausklassiert. Ach, und die Fitness ist auf einmal geil. Aber egal, ich habe das auf jeden Fall hier. Auf jeden Fall sind jetzt die hier. Eine schöne Mischbevölkerung. Ja, die Schiffe werden hier gerade eben repariert. Fleet repaired. Sehr gut. Dann gehen wir mal mit allem, was wir da haben, dahin. Aha. Die haben das jetzt einfach mal erobert. Ey, die sind schon drauf, ey. Einfach mal alles besiedeln, was nicht mehr frei von Bäumen ist, ne? Das scheint der Plan von diesem komischen... Krebsen zu sein. Ja, ich baue nochmal eine Mine dahin. Unser Heimatplanet. Da wächst die Bevölkerung jetzt wieder. Da bin ich jetzt aber ehrlich gesagt am Überlegen, ob es nicht vielleicht sogar Sinn machte. Nochmal Leute irgendwie. 1 Million.
gestartet. Geht nicht. Geht nicht. Keine Ahnung, warum es gerade nicht geht. Nochmal ein Troopship. Halt. Ich möchte... Nein. Ich möchte... Hallo? Ich habe einen Hoover-Tank im All. Ist da schon einer drin? Tatsächlich, da ist schon einer drin. Dann fliegt doch da schon mal gleich runter. Anscheinend, wenn man so einen Schubtransporter baut, dann ist der gleich mit drin. Das ist natürlich praktisch. So, am schnellsten wachsende Bevölkerung ist unsere eigene. Jetzt haben wir hier schon mal drei von denen. Dann will ich ja noch ein Lab haben. Und wir haben hier diese Schlacht zu schlagen. So, jetzt holt sich mal alles runter. Bäm. Die haben halt 11-mal das, ne? Das darf man nicht vergessen. 11-mal. Und wir haben 1-mal das. Das heißt, es kann eine ganze Weile dauern, bis wir das hier schaffen. Die haben sich ordentlich hier... Was ist das hier? Battle Azur. Die können intervenieren. Das ist auf meinem Heimatplaneten und da findet eine Schlacht statt. Marauder Fleet. Feedy Combine. Oh Gott. Ich ignoriere es. Summary. Close. Okay, das Schlimme ist, dass ich jetzt... Nee, muss ich nicht. Ich kann aber nochmal bomben. Trifft nach wie vor hauptsächlich die Zivilbevölkerung. Das ist natürlich nicht das, was ich mir wünsche. Ich kann mir angucken, was da passiert ist. Ja, der haut einfach ab. War klar. Als nächstes sind wahrscheinlich wir dran. Wobei, nee, das sind eigentlich die mir versprochen haben, dass sie nichts tun, ne? So, neue Technologie können wir erforschen. Heavy Hulls wäre die nächste theoretisch logische Entscheidung. Brauchen wir für die Heavy Lasers. Also machen wir es auch. Hier sind wir jetzt wieder bei unserem Heimatplaneten. Ja, ich brauche jetzt halt einfach jede Menge Troop Transport. Es geht halt nicht anders. Nuklearreaktor. Mal gucken. Ja, gut, wie gesagt, wir brauchen da keinen besseren Reaktor drin, deswegen ist es egal. Weiß man nur so rein Neugier halber, ne? Und mal gucken, was sich dadurch verändert. Und ja, es verändert sich schon einiges. Ihr fliegt da auch runter. Währenddessen hier, bam! Oh, jetzt sind es noch 4 Raiders. Das hat jetzt gerade eben gut getroffen. Trotzdem werde ich den Invade noch ein bisschen rauszögern. Bis ich glaube, dass ich noch sicher gewinnen kann. Bombardiere jetzt einzeln. Die Gebäude sind jetzt auf jeden Fall schon dabei. Jetzt treffe ich teilweise die Raider. Ground Combat. Invasion failed. Na toll. Keine Ahnung warum, aber sie ist schief gegangen. Also haben wir was gelernt. Nicht so leicht. Dummerweise die Zivilisten. Jetzt nochmal Invade. One lost. Sehr gut. Planet conquered. Also. Planet geconquert ist jetzt unser. Hier gibt es eine 50% Chance für eine Revolte. Möchte ich eigentlich verhindern, wenn es geht. Direkt mal runterbringen. Jetzt sind nämlich die Dinge leer. Die Troopships.
Freunden. Es sollte es hier keine Revolte mehr geben. Die fanden das nicht geil, was wir gemacht haben, aber es ist nicht zu verhindern. Die produzieren momentan keine Nahrung. Wir bauen jetzt mal einen Market für 150. Genau genommen kaufen wir ihn einfach. Das erhöht nicht gleich mal die Stimmung. So, und dann bauen wir hier nochmal eine Factory. Weil das hier soll meine Hauptproduktionsstelle werden mit 4 Stück. Eventuell haue ich dann irgendwann mal auch nochmal die Labs hier raus, aber das ist hier die Spezialisierung auf diesem Planeten. Etwas, was bei Master of Orion zum Beispiel gefehlt hat, einfach, dass ich nur einmal so eine Factory bauen konnte. Sowas gefällt mir sehr, sehr gut, wenn ich dann einfach selber entscheiden kann, wie viel ich... Also wie, man kann ja diese Planeten sehr, sehr gut spezialisieren, habe ich so das Gefühl. Escort Cruiser. Da ist ein Nuklearreaktor drin. Nee, nee, nee. Komm, jetzt kommt mal ein Fusion Reaktor rein. Jetzt können wir nämlich hier deutlich andere Waffensysteme einbauen. Medium. Laser. Ist schon drin, okay. Coilgun, das habe ich eigentlich alles schon gemacht. Uranium-Armor. Das Problem ist, dass ich mit den Escort-Cruisers tatsächlich schauen muss, wo ich da was einbaue. Das ist sehr bitter. System Medium. Ja, das muss ich so machen. Sonst könnt ihr ja nicht diese Gebiete anfliegen. Torpedo Destroyer, Heavy Destroyer, Light Cruiser. Ist momentan allerdings noch unnötig, denn ich habe noch keine besseren Waffen. Ne? Ah doch, jetzt gibt es ja die Heavies. Wow! Heavy Laser, Heavy Coilgun. Na gut, Heavy Laser. Sofort da rein. Heavy Coilgun, sofort da rein. Medium Coilgun. Ist ja noch drin. Nuklear Antimissile. Light geht nicht. Was soll denn nun die anderen Waffensysteme reingehen? Reinforced Bulkheads. Shield Regenerator. Wäre halt auch ein Verzicht auf Waffensysteme. Ne? Nuklear Torpedo. Ein Torpedo jetzt natürlich rein. Und geht von der Energie immer noch. Spielt auf. So, beim Destroyer müssen wir ähnlich nochmal vorgehen. Geht da der Torpedo auch rein? Ne, da geht der Torpedo nicht rein. Warpline, Nuklearreaktor, Uranium. Ne, da muss ich auch nichts verändern. Weil die Fregatte habe ich, glaube ich, so ein bisschen verskillt. Ja, das sind diese Point-Defense-Teile da. Ja, die können nur Point-Defense. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Deswegen muss ich das jetzt hier wieder ändern. So, Scout. Da ist die Coilgun drin, ja. Da ist alles gut. Heavy Destroyer. Da mache ich jetzt mal Heavy Laser rein und Heavy Coilgun. Energie hat der zuhauf. Ich brauche diese Energie hier gar nicht. Eine ist überschüssig hier. Uranium. Fusion. Weil jetzt kriege ich hier nochmal nicht nochmal ein System rein. Und das ist wichtig für diese Art von Waffensystem. Ich brauche nämlich dafür jetzt hier den Warpline Amplifier. Und damit ist das Ding hier nämlich nutzbar. Light Point Defense. Nuklear Antimissile. Machen wir mal so. Ich frage mich gerade eben. Tja, würde sogar jetzt damit sogar noch gehen. Krasse Scheiße. Ja, spart ein bisschen Material. So, Advanced Destroyer. Was können wir denn da noch einbauen?
Nuklear Torpedo. Klar, her damit. Medium. Laser. Coil Gun. Wenn ich die Torpedos habe, brauche ich nicht noch irgendwelche Raketen. Point Defense. Lassen wir mal drin. Kostet quasi keine Energie. Passt. Habe ich den hier eigentlich schon gemacht? Ja, stimmt. Reinforced Bulkheads. Ich glaube allerdings, dass ich dem hier ein Schild geben würde. Aus Prinzip. Einfach mal ein Schild. Panzerung ist extrem scheiße, aber die haben halt ein Schild. Einfach, weil ich es cool finde. Ich finde Schilde cool. Das ist für mich der Inbegriff von Science Fiction. So, die hier kann ich natürlich alle nicht verbessern. Ich kann allerdings die Raumstation anpassen. Wie gesagt, da sind ja die Interceptors drin und ich möchte eigentlich, dass da Bomber reinkommen. Mittlere Laser. Laser. Machen wir noch eine Coil Gun rein. Point Defense, Point Defense. Wo sind denn jetzt hier die Nuclear Anti-Missiles? Genau. Eine da drin haben. Deflektor, Reinforced Bulk. Energie hat das Ding einfach absurd viel. Wie viele Schilde kann ich da einfach reinpassen? Deflektor Screen. 23. 84. Das Gefühl, dass es vielleicht sogar besser ist. Sechs bis neun und die machen 10. Also der Bomber, die Bomber werden besser, wenn wir bessere Dingens haben. Und die Bewaffnung für die, also wenn wir bessere Raketen haben, werden auch insgesamt die Bomber besser. Habe ich gerade eben gelesen. Sehr, sehr interessant. So, und das ist jetzt, glaube ich, hier unser gekonkerter Planet. Genau, da haben wir nämlich jetzt hier gerade eben das hier gebaut. Dann bin ich mal ein Fan von dem Gedanken, erstmal hier mal nochmal eine Factory hinzustellen, oder? Oh Gott, das dauert alles sehr, sehr lange. Erstmal eine Farm. Genau, die sollen sich erstmal hier an uns gewöhnen. Sie sehen, dass wir eigentlich ein paar ganz schnuckelige sind. Und dann sehen wir uns wieder, liebe Leute, beim nächsten Mal. Moment, ein Turn mache ich noch. Hihi. Und ich wünsche euch, ach wobei, dass wir uns erstmal hier nochmal das hier angucken. Rapid Lasers. Hyperspace Matrix. Klingt spannend. Aber ich farm das jetzt hier alles so nach und nach ab, dass wir das Ganze auch noch lernen. Ah, ja, genau. Und hier machen wir jetzt noch die letzte Mine. Und damit verabschiede ich mich jetzt wirklich, liebe Leute. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und ade.